Willkommen zu einer Folge Minecraft. Und heute spielen wir die VM Computer Mod. Das heißt, wir spielen nicht Minecraft, wir spielen heute Willkommen zu einer neuen Folge Modcraft in Java Edition. Heute haben wir Windows 95 am Start. Ja? PC einschalten, natürlich. Chillig, komm schon, startest du? Windows 95? It's reporting. Hallo, hallo, hallo. Er kommt gerade mit seinem Leben nicht klar. Minecraft kommt mit seinem Leben nicht klar. Minecraft, kommt mit deinem Leben jetzt gefälligst klar. Ich habe nichts getan. Und wo ist jetzt von Windows 95 oder it's reporting überhaupt? Reports, please. Warum it's not turning on? Das verstehe ich nicht. Warum it's not turning on? Doch, it's turning on. Windows 95, geil. Und danach gleich mit Scandisk, ne? Scandisk. Mein Lieblingsprogramm, Kappa. Wisst ihr, warum es mein Lieblingsprogramm ist, Kappa? Ganz einfach. Weil das Programm nervt, Alter. Das ist einfach die Computer in Minecraft-Mods. Die VM-Computers-Mods. Hier habe ich einen Röhrenfernseher, hier habe ich einen normalen Computer am Start und hier habe ich den wieder im Fernseher am Start. Und drumherum werden wir Rest in Peace von Gio einfach abspielen. Deswegen habe ich die auch hier überall hin platziert. Oh, Windows 98 ist starting and it's reporting. Dafür müssen wir aber ins Technical Center gehen. Da sieht ihr die Tastatur dort hier. Es gibt aber nicht nur die Tastatur, auch in meinem Haus gibt es eine. Alter! Mit wie viel FPS läuft denn jetzt das Spiel? Null? Nö. Jetzt muss ich mich erstmal anmelden, ne? Ich muss mich jetzt anmelden erstmal bei Mr. Proppers Konto, ne? 0711. Alter! 1-1. Weil ich wollte einfach ein bisschen schon... Mann! Okay, ist jetzt nicht mein richtiges Passwort. Ich hab nur ein bisschen geblufft. PC Hardware. Windows found new hardware. Ist es dein scheiß Ernst? Ja, ich hab neue Hardware eingebaut. Was für scheiß neue Hardware? Ist dein Ernst? Was ist denn das für neue Hardware? Fragezeichen. G-Pen HC USB Host Controller. Ja, könnte sein, dass ich ein paar Optionen umgestellt habe. Warum? In meiner VM. Next. Alter, die Computer sind ja so langsam wie 1990 oder so. Ich glaube, ich weiß warum. Strakt. Ich glaube, wir werden das System nochmal abstürzen lassen. Warum? Weil ich glaube, die RAM habe ich ein bisschen übertrieben. Ein bisschen, Kappa. Ich habe die RAM ein bisschen übertrieben, Leute. Die RAM habe ich ein bisschen übertrieben. Was habe ich denn hier für neue RAM? Mehr 512 ist doch alles richtig. GPU ist auch drin. Hä, ist doch alles gleich. Vielleicht, weil ich 1-4 Splitting gemacht habe, oder was? Bleiben wir mal bei der Zentrale. Bevor du würdest Windows auf komplett neue Hardware mit deiner alten Festplatte installieren, viel Spaß. Früher hat das System dann nicht mehr gebootet. Es hat dann einfach aufgehört zu booten. Oh Mann! Windows? It's reporting, Kappa. Scandisk, mein Lieblingsprogramm. Mann. Scandisk, mein Lieblingsprogramm. Kappa.
Ich möchte Rest in Peace jetzt anfangen. Ich möchte von Gio Rest in Peace jetzt einfach abspielen. In Windows 98, in Minecraft installiert. Ja, eigentlich war der PC viel schneller. Es liegt an OBS. OBS is the problem. OBS is the problem. OBS is the problem. It's OBS. Es war immer OBS. Glaubt mir, Leute, es war immer OBS. OBS. Unser Lieblingsprogramm. Ich muss es halt benutzen. Das ist das einzigste Videoaufnahmeprogramm for free. Und jetzt so guckt sich so die Firma von OBS so mein Video an und denkt sich gerade so, wir müssen Geld reinpacken. Oh ja, geil. PC Universe Serial, New Hardware found. Ja. Ach so, USB Host Compu. Ja, vielleicht. Display a list of drivers specifically located in this. Ja, die wollen wir installieren. Perfekt. Next. CD-ROM. Was willst du? Windows was in Device. Ja, finish. Du finish the setup your new hardware. Okay, er denkt, er hat die Hardware jetzt drin. Yes, we want to restart. Kappa. Eigentlich will ich nicht restarten, aber Windows ist dafür sehr bekannt, immer wieder neu zu starten. Bei Windows 10 muss man jetzt nicht bei jedem Treiber neu starten. Also nicht bei jedem klitzekleinsten USB-Treiber. Jetzt sagt er, sie müssen nochmal ihre Hardware installieren. Ich will jetzt Rest in Peace abspielen, Alter. Microsoft Windows 98 in Minecraft am Start. Das ist echtes Windows 98. Geil, was sind das für Grafikbugs? Lass uns zum Röhrenfernseher gehen. Mal schauen, was da aussieht, Alter. Ab zum Röhrenfernseher. Zum Röhrenfernseher. So, zack. Was für ein Röhrenfernseher? Das ist ein Röhren. Ich glaube, im echten Leben würde er mir jetzt ins Ohr pieken. So, ich sehe so. So weiter, wisst ihr, was ich meine? Denn er piept ja. Zum Glück piept er nicht in Minecraft. Zum Glück ist die so unrealistisch, diese Mod, dass es in Minecraft nicht piept. Aber so realistisch nun auch wieder, weil die cool ist. Bloß wir können jetzt auf den USB-Treiber. Geil! Wir sind in Windows drin. Welcome to Windows 8. 98. Struct, ab zu meinem Full, zu meinem Flachbildschirm. Da wird das dann gedacht, Windows 98 auf dem Flachbildschirm. Close. Start. Nö, wir machen mal My Computer. Das war doch dieses schreckliche Betriebssystem, wo man überall Open drücken musste. My Computer. Removable Disk B. Oh ja, geil. Open. B is not a symbol. Weißt du, was man da macht? Oh nein, sag jetzt bloß, wir haben noch nicht die Treiber installiert oder so. Ich weiß, wie wir Dings abspielen können. Retry mache ich. Mach Retry. Vielleicht müssen wir es dann nochmal ausschalten und dann nochmal einschalten. Vielleicht wegen dem Treiberproblem, was wir nicht mögen. Oder es ist auf einer Floppy Disk installiert. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, ich probiere mal, es mit Rest in Peace zu zerquetschen. Was rede ich damit? Zerquetschen. Tio, Rest in Peace VLC natürlich. Rest in Peace packen und als E-Mail verschicken. Zip. Ja, geil, weil
Unser lieber Gio, der hat seine CD so krass programmiert, dass da ein Kopierschutz drauf ist. Das bedeutet, man kann die nicht so wirklich als CD brennen. Das heißt, man muss es erstmal als Zip packen. Hoffentlich funktioniert das. Aber wie ich Gio kenne, wird das nicht funktionieren. Massenspeicher. Leer. Abbild auswählen. Nein, kein Abbild. Kein Abbild. Virtuelles optisches Medium hinzufügen. Erstellen. Da sind wir genau richtig. Volume. Nein, ich suche nach. Okay, welches ist jetzt die richtige Zip? Welches ist jetzt die Zip? Da, Punkt Zip. Ja! Punkt Zip funktioniert. Jo, ich glaube, da musst du ein bisschen arbeiten. Bei Punkt Zip, das kann nicht, das. Einfach so, man kann deine Songs einfach als Zip kompressen. Gio, da musst du noch ein bisschen arbeiten. Den Song kann man noch brennen. Das ist nicht okay. Warte hier nochmal. Virtuelles optisches Laufwerk erstellen. So, dann gehen wir mal auf die Rest in Peace. Das geht ja wirklich. Rest in Peace. Option. Ich habe vergessen, den Datenträger anders zu nennen. Rest in Peace. Zip. Rip.zip. Rip-Zip. Das reimt sich sogar. Ich bin Rest in Peace, aber hab noch eine Zip. Das ist gar nicht, das ist keine gute Line. Das ist aber gemein. Das war auch keine gute Line. Rip-Zip. Da haben wir es ja. Rip-Zip. So, was ist da jetzt drin? Scheiße. Open with. Wir brauchen Winra. Winra brauchen wir zuerst. Gio, wir probieren den Song gerade abzuspielen. Ich brauche jetzt noch WinRAR brauchen wir. Vor Windows 98. Gibt es das dafür überhaupt noch? Ich probiere mal das trotzdem zu sehen. WinRAR Download Free. So, Download. Stell dir mal vor, das geht jetzt. So, wir brauchen mal die älteste WinRAR-Version. Download. Lizenz. Frei. Natürlich 32-Bit. Da steht Windows 32-Bit-Version. Ich denke aber nicht, dass es so war. So, WinRAR 600 Alls. So, da haben wir es ja super. WinRAR DX. So, zack, haben wir jetzt. Haben wir. Geht denn da jetzt ab? Da wurde jemand kastriert wahrscheinlich. Dann will ich eine neue zu machen. Eine neue Datei. Nicht jetzt virtuelles optisches Laufwerk erstellen. Jetzt nehmen wir nicht nur die Rest in Peace mit. Die Rest in Peace.zip nehmen wir jetzt nicht nur mit. Mit WinRAR nehmen wir jetzt auch mit. Dann nenne ich dieses Teil einfach Rest in Peace plus Winra. Winrar. So. Winra. Winra. Struck, so. So, zack, so. Alter, aber das blitzt so komisch. Alter, wie langsam ist denn jetzt der Computer? Auf einmal mein kompletter Computer ist so langsam. Nein. Find all files. Ich hasse das Programm so sehr. Das ist sogar Windows XP ist sogar schneller. Als Windows 98, jetzt ohne Scherz. Ganz vorsichtig. Aber ganz vorsichtig. Sagt mal meine Mutter manchmal, Kappa. Alter, was soll das, ey? Der Nachbar! Nachbar!
Alter, was soll das? Gehen Sie mal weg. Holen Sie sich den eigenen Fernseher. Tschüss. Gucken Sie doch den Stream da draußen ab. Es sind überall Fernseher. Da müssen Sie sich an den Hauptfernseher stellen. Die Maus habe ich einfach in die Wand gepackt. Da habe ich einfach einen Block drüber gepackt. Deswegen kann ich das hier bedienen. Ich habe es einfach hinter dem Fernseher gepackt. Dann noch ein Holzklotz daneben gestellt. Kappa. Ich meine, habe ich noch Holz daneben gestellt. So, zack, Winra. Oh! Ist ja super. Mal schauen, ob man Setup runnen kann. Die Winra ist eine newer Version of Windows. Gut, dann habe ich eine andere Idee. Wisst ihr, womit wir jetzt einfach Rest in Peace laden? Mit Windows XP. Nachbar, sie sollen gefälligst woanders hingehen. Alter, mein liebes Nachbar, mein lieber Nachbar, ey, der hat sein PC, hat sein meinem verknüpft, ey. Und es geht so, dass man nur einen pro Welt starten kann. Und das ist der Windows XP PC, der hier dort drüben. Das ist mein Meisterwerk PC einschalten. Der hat sogar mit Ton, Alter. Wenn man sogar der macht so, der macht Skelettennachbar. Na schön, bleiben Sie ruhig hier drin. Oh, machen Sie keine Geräusche. Sir. Oh, Virtual Box 6.1. So, perfekt. Und jetzt kommt das Windows-Logo, wie ich recht habe, ne? Windows XP. Ja. Gleich kommt der Ton. Komm schon. Komm schon. Come on. Ton. Oh ja, geil, das ist mein Meisterwerk. Läuft eigentlich ziemlich stabil, sollte es laufen. Nachdem er gestartet ist, completely öfter stabil. Your computer might be a risk. Herr Nachbar! Alter, können Sie bitte rausgehen? Da you rest in peace, genau das wollen wir starten. Alter, entspann dich. Ja, I wanted to play. I wanted to play, Alter. To play, play it. Herr Nachbar. Alter, dieser Nachbar nervt, ey. Jetzt geht's los, come on. Ja. Mercedes-Benz Arena, scheiße, das ist die MP4-Datei. Was ist nun gerade passiert? Es könnte irgendeine Nein, Melodie das ist die MP4-Datei. anlassen. Da, ihr habt nichts gesehen. YouTube. YouTube, du hast nichts gesehen. Habe ich nicht nur eine MP3-Datei gehabt? Ich schwöre, ich hatte eine MP3-Datei. Ich glaube sogar, die habe ich noch. My Computer. My Computer. My Computer. Open. Open my computer, please. Please open my computer. Da ist so ein Programmierer so, please open my computer. Ja, I wanted to open. I wanted to open. Ja, ich weiß, OBS ist dran schuld. Nicht Explore. Open. Open. Doch bloß ist jetzt Chromium drin. Please insert Disk Drive C. Oh. Verarschen? Okay. Da probiere ich mal. Ich habe ja noch diese Werbe Team Storage. Da ist ja dieses Q drauf. Ah, geil. Er erkennt sogar jetzt die Removable Disk, der glaube. Hallo? Ja, geil. Ich habe gerade einfach nur das PC reingesteckt und Windows XP erkennt das. Alter, mein Gott.
Skelettennachbar. Gehen Sie bitte raus. Alter, was ist daran so schwer zu verstehen? Geil, da Removable Disk wird schon angezeigt. Geil, 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 geil. Ich stehe jetzt genau vor dem Bildschirm. Das ist ungesund für Ihre Augen, Herr Nachbar. Können Sie bitte rausgehen? Natürlich heißt es POS 8. Mann! Mal schauen, ob man hier. Schon mal probiert, Windows 7 zu installieren, aber das kannst du vergessen. Da, perfekt. You rap mal. Geil, geil. Komm, kommen Sie zur Party, aber gehen Sie jetzt raus! Ja! Ja, 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 ja! Was ist hier mit Rap passiert? Es könnte irgendeine Melodie da draußen euren inhaltslosen Dreck kaschieren. Kommt noch jemand, der was braucht, macht Disco. Alles, macht alles nach Schema F auf dem Aufgabenblatt. Ihre Aufnahmen ficken vor dem Traumwagen statt in den Rauschwaden. Brüllt die Game laut stark im Takt. 1000 Video-Effekte, bis da auch Apfelplatz. Kann ich mal vor, MP4 würde gehen. Wenn MP4 gehen würde, dann würde ich... Und die Klicks explodieren, sie fliegen über den Wolken, als würde ich so gegen... fliegen über den Wolken, ich fliege gegen... Trotzdem viele verkaufen, seid ihr nur fake und nicht mehr. Selbst die etablierten Rapper rennen dem Trend hinterher. Die Worte, der Flow, selbst das Sound, Bild ist gleich immer auf der...